Und damit ein Willkommen zurück bei Northgard. Hier geht die Welt gerade mal unter. Zumindest wenn man dieses Gebäude sich betrachtet hier. Das Gebäude zerstören? Nein. Bauen? Nein. Irgendwo gibt es einen Knöppel, dass wir die reparieren können. Da ist reparieren. Das geht aber flott. Das geht aber richtig flott. Die müssen ja gar nicht alle sterben. Ist ja schön. So. Ich habe mich nämlich nochmal informiert. Da habt ihr auch in den Kommentaren geschrieben gehabt. Ich bin nur leider sehr vergesslich manchmal. Vor allem gerade in solchen extremen Situationen, wenn es dann plötzlich schief geht. Wenn dann plötzlich irgendwie 7 Häuser brennen. Das ging aber sehr flott. Man braucht halt nur ein bisschen Holz. Das hatte ich zum Glück jetzt hier. Okay, damit wäre auch der dramatische Teil hier erstmal wieder gelöst. Was sehr angenehm ist. Jetzt haben wir nur blöderweise hier überall Gegner an der Backe. Also wirklich zu allen Seiten, wo wir hinkommen könnten oder wollten. Auch hier hin. Da können wir halt nicht ohne weiteres hin. Ich weiß nicht genau, wie wir das hier einnehmen wollten und sollten. Vermutlich... Sterben die ganze Zeit oder was machen die? Was machen die da? Was passiert hier? Zum einen, der hat ganze Lebensanzeige, die sterben die ganze Zeit, ne? Finde ich ja gerade mal lustig, muss ich sagen. Hat was. Doch äußerst hübsch. So, die Bergarbeiter haben nichts zu tun hier, das ist schlecht. Das Schafgeld darf gerne hier bleiben. Natürlich. Bergarbeiter dürfen gerne bitte. Einer darf hier Gold machen, der andere darf hier bitte gerne was machen. Ich hätte gerne, glaube ich, die Gegend aufgewertet, oder? 200 Gold. Nee, ist mir zu viel. Muss man schauen. Wir sollten für den Winter vorbereiten, ja. 360 Bildungswissen hier bräuchte ich. Das ist noch nicht so wahnsinnig viel. Wir brauchen da noch einiges. 100 sind da noch fehlend. Auf den Winter vorbereiten, ja. Ich habe keine Ahnung, wie man sich da am sinnvollsten jemals auf irgendwas vorbereitet. Im Prinzip mache ich die ganze Zeit das Gleiche. Und gar nicht mal so viel anderes Zeug. Hallo? Schaf? Die dürfen dann, genau, zu dritt sind sie da drin, bringen hoffentlich ein bisschen mehr Nahrung ein. Nahrung ist im Moment okay, sehr in Ordnung. Aber, kann natürlich noch besser werden. Wie immer. Ich müsste wahrscheinlich mal andere Sachen bauen hier. Brauerei. Bildet eure Einwohner zum Brauer aus, die Zufriedenheit eures Clans erhöht, natürlich. Was auch sonst, mal ganz ehrlich. Wenn nicht besaufen, was denn sonst? Was macht denn so einsame, verlassene, in kalten Gegenden lebende Wikinger glücklicher als so ein schönes, wärmendes, kühles Bier? Man kann es auch heiß machen, falls einem dann wieder, falls man das bräuchte. Das geht natürlich auch. Der hat da Spaß dabei, den da, da was zu machen. Ich hätte halt gerne noch eine Mine, ne? Habe ich schon mal gesagt. Aber dafür müsste ich das hier erstmal aufwerten. Gold, ja. 200 sind da gerade mal, oder hier. Plus 8 ist das gerade mal. Und die sterben hier die ganze Zeit vor sich hin. Ich habe keine Ahnung, was das soll hier. Ich habe auch nur einen einzigen Krieger. Ne? Das ist ein bisschen das Problem. Baustelle ohne Bauarbeiter. Achso, warte mal. Habe ich jemanden über? Da, der darf da bitte gerne hin. Da ist noch jemand, der nichts zu tun hat. Ich habe, da ich noch nicht alle Sachen hier habe, würde ich mal sagen, dass man einfach versucht, hier noch möglichst alle verschiedenen Gebäude zu bauen. Zufriedenheit ist ein bisschen sehr kurze. Da wird fleißig gewerkelt. Ja, 10% gebaut. Nahrungssilo haben wir. Da oben haben wir eins, genau. Erhöht die Produktion von Nahrung in diesem Gebiet um 10%. Das heißt, hier könnte man auch noch eins bauen. Wäre vielleicht auch noch reizvoll, wobei das Holz gerade mal nicht reicht. Ich hätte aber vermutlich... Ja, haben wir hier Holz? Nee, ne? Das reicht wahrscheinlich nicht für Holz. Holz für Leute. Ich meine, kann ich hier machen, aber zählt das als genug Holz hier? Bin mir gerade nicht sicher. Eins von drei haben wir hier in dem Gebiet, okay. Heißt, ich mache hier mal noch einen Holzfäller. Ich hoffe mal, das geht. Ich hoffe mal, das passt. Wir haben wir haben Kontakt mit Live hergestellt. Anführer von Hirschland, wir können jetzt mit ihnen Handel betreiben. Ja, haben wir jetzt noch gar nicht ernsthaft gemacht, ne, glaube ich. Oder? Doch, wir haben einen Händler hier. Das passt, ja. Aufwerten brauche ich auch Holz für... Genug Wissen für weitere Forschung, okay. Achso, 9 erlerntes Wissen. Okay, dann können wir die anderen Sachen aufreißen. Fantastisch. Fleiß. Gebäude, die Nahrung produzieren, kann nach ihrer Aufwertung ein zusätzlicher Dorfbewohner zugewiesen werden. Ja, auch nicht verkehrt. Verhandlungen. Vergeräten Marktplatzpreis um 30%. Na, ich mach mal scharfe Waffen, einfach um kloppen zu können hier. Mal gucken, ob das. Also es ist jetzt nichts Spezielles für uns, ne? Aber mal gucken, wie das so, was das so bringen würde und könnte. Handelsroute ist mir ziemlich egal. Könnte ich aufwerten. Produktionsbonus von 20% Kröns. Ich hätte aber auch, glaube ich, gerne, dass der Holzfäller ein bisschen aufgewertet wird, oder?
Bildet eure Dorfbewohner zu Holzfälle aus, die in diesem Gebiet Holz schlagen. Ja, ich mache mal einen weiteren dazu. Produktionshaus, Produktionsrate 20% auch erhöht. Das ist gut, das ist ein guter Deal. Habe ich den Eindruck. 20% klingt immer sehr ordentlich. Auch hier 20% mehr Weizen. Machen wir das. Ich habe dann zwar weniger Holz, wobei im Moment ist die Rate ziemlich gut. Ach nee, ne? Ich brauche mal so ein paar Leute hier. Die dann hier ausgebildet werden. Das war falsch. So rum. Kann ich das machen, bitte? So. Na komm. Steuerung ist noch immer nicht so ganz komplett eindeutig drin. Die nehmen es aber so langsam ein hier. Aber ich gebe mir natürlich Mühe, dass es vielleicht sinnvoll wird. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Upgrades haben. Wir haben 13 Schaden, die haben nur 10. Was schon mal sehr schön ist. Das heißt, wenn ich mich komplett doof anstelle, was genau jetzt passiert, dann sollte ich zumindest nicht komplett sterben. Ich bin tot. Verdammt. Sind das einfach zu viele oder was ist da los? Warum sind die so stark gewesen? Okay, das waren 5 Leute, ne? Ja. Einmal ein Anführer und dann 5 weitere. Oder 4 weitere. Das ist aber sehr schlecht, weil die übernehmen gerade Quatsch hier. Das heißt, ich muss mich letztendlich in ein Gebiet stellen, oder wie ist das? Okay, jetzt ist es frei zumindest. Ich finde es immer noch albern, dass die da die ganze Zeit versuchen zu sterben. Also versuchen zu sterben klingt immer so ein bisschen negativ, ne? Aber 3 Zufriedenheit haben wir. Ihr habt derzeit plus 3. Ein neuer Dorfbewohner schießt sie alle 28 Tage an, ja? Warum habe ich so viel plötzlich? Die übernehmen das hier, oder wie ist das? Achso, das können die... Okay, das müssen die selbst noch bezahlen. Es ist nicht automatisch, dass sie es übernehmen. Okay, ich bräuchte wahrscheinlich noch einen Turm hier. Wobei der Turm halt blöderweise auch als Gebäude zählt. Das ist schlecht. Das heißt... Ich kann das erweitern mit 200 Gold. Das ist schlecht. Okay, die beefen sich jetzt hier. Okay. Ist auch nicht verkehrt. Die kloppen sich da jetzt. Okay, mein Turm könnte aber ruhig mal ein bisschen aufgewertet werden, ne? Das ist ein aufgewerteter Turm hier. Meiner leider nicht. Ich brauche vor allem Gold. Gold, Holz. Stein mittlerweile auch. Da habe ich auch ehrlich gesagt im Moment nicht so die große Ahnung, wo ich das Zeug denn herbekomme. War aber doch, dass man hier auch irgendwie anders handeln könnte oder sollte, ne? Oder handeln wollte. Das sind Sachen hier. Ich will gar nicht Minus haben. Ich würde gerne die Sachen kaufen hier. Mal so gesehen. Nahrung haben wir so viel gerade mal. Haben wir so viel Nahrung gerade mal. Ich würde gerne irgendwelche Ressourcen einfach mal kaufen können. Aber ich glaube, das geht nicht so ganz. Brauerei ist ohne Arbeiter. Das ist schlecht. Das heißt, da kommt jemand rein und noch jemand. Im Moment haben wir sie noch über. Abgebaut vorkommen. Ja, da kann man leider nicht regenerieren, ne? Wollte zerstören, ja. Festmal mache ich mal. Und ich mache auch mal noch ein weiteres Gebäude, hoffentlich. Mit... Marktplatz haben wir gerade mal schon. Heilerhütte. Haben wir eine Heilerhütte jetzt mittlerweile? Das ist eine Heilerhütte. Da ist genau eine Person. Wo ist mein Heiler? Was ist denn? Habe ich einen Heiler? Da. Wo ist denn der? Was macht er denn hier? Was macht die denn hier? Meister Lern und Holzfäller. Es ist blöd, dass hier gleich neue Leute versuchen, mich anzugreifen, ne? Das ist vielleicht ein bisschen sehr doof. Das könnte doch ein bisschen störend sein. Weil hier ist es überall am herumwurscheln, ne? Ich meine, dass es eine blöde Situation und Gefahr ist. Holzfäller. Ja. Habe jetzt 3 Krieger. Da muss ich noch weitere Kriegerhütten bauen hier. Hi Leute, nein. Schafstall, nein, nicht ganz. Handelsposten. Achso, ich wollte aufwerten. Ich kann ja auch aufwerten. Ausbildungslager, das kann ich? Ne, warte mal. Ich konnte das doch auch aufwerten, oder habe ich das schon gemacht? Das habe ich schon gemacht. Dann geht da mal rein, bitte. Hallo? Okay. Dann muss ich 4 Leute jetzt haben hier. Okay, die haben das erfolgreich übernommen da oben. Das ist schlecht. Den Turm kriege ich leider nicht weg. Wie gesagt, dieses ständige Sterben ist äußerst albern gerade. Ich finde es gerade sehr lustig, aber ist trotzdem äußerst albern. Okay, wo ist mein Heiler jetzt?
Bin mir nicht sicher, wie schnell der Heiler überhaupt funktioniert in dem Sinne. Sonst hätte ich mal gesagt, der kommt dann mit bei denen hier. Aber ich bin mir im Moment nicht sicher, ob das funktionieren könnte. Ich versuche nochmal anzugreifen, ne? Yay, Kriech! Doch, Kriech! Alle kaputt hauen! Die sind aber lange nicht so stark, wie sie sein könnten und sollten. Vor allem, die brauchen jetzt einigermaßen lange, bis sie da oben hinkommen. Habe ich den Eindruck. Angreifen. Achso, okay, man muss einfach nur draufstehen. Okay. Ja, das ist auch schlecht. Blöd, dass die anderen gar nicht hier ankommen. Aber der Turm ist super, gerade mal. Okay, das sind jetzt die Gegner, die hier automatisch dann ankommen. Okay. Okay, das war vielleicht etwas ungünstiges Timing hier. Etwas sehr. Mein Heiler lebt noch. Ich hoffe mal, der kann die so heilen. Oder? Braucht er da irgendwelche Zauberei für? Ich bin halt nicht sicher, ob die das in der Nähe des Heilerhauses machen müssen. Null Heiler sind hier. Heiler darf man hier gerne arbeiten. Ansonsten, wo sind sie noch? Stressgeschichten. Der Holzfäller ist ohne Arbeiter. Warum auch immer. Achso, weil die gehauen wurden. Hehe. Das ergibt auf einmal Sinn. Ich hoffe, der Heiler heilt jetzt auch fleißig. Nein. Natürlich nicht. Macht er was? Achso, der braucht ein bisschen, ne? Heilkrieger. Macht er das wirklich? Oder sieht das nur so aus jetzt hier? Welches sind jetzt die 78%? Ist das der oben oder was? Das ist noch ein anderer. Hä, Moment. Welcher ist denn das dann? Ist es der oben? Das ist der oben. Okay, okay, alles klar. Okay, ich brauche aber... Ich kann noch einen Krieger machen, ne? Ich habe nur kein Geld gehabt vorher. Dass ich jetzt nochmal versuche, hier oben hinzukommen, weil das gefällt mir überhaupt nicht, dass die da rumstehen und irgendwie mir mein Land weggenommen haben. Ich bräuchte trotzdem wahrscheinlich noch ein weiteres Ausbildungslager. Damit ich da einfach noch mehr Platz habe dabei. Aufwerten kann ich ohne Gold. Gerade mal nicht Stein. Ich brauche halt Stein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich an Steine kommen kann, ohne dass ich hier jetzt irgendwie viel Kram zu liegen habe. Auch ohne, dass hier wirklich viele Steine rumliegen. Hier sind halt unheimlich viele Steine. Deswegen wäre es schön, da mal hinzukommen. Dann. 5 Kriege habe ich jetzt. Und ich habe gerade Zufriedenheit. Und ich hätte gerne noch ein... Wobei, es ist teuer. Boah, es ist teuer, das Festmahl. 750. Ui. Aber die anderen haben insgesamt halt viel, viel mehr Ehre hier, oder was das ist. Ruhm. Haben die viel mehr als ich. Das ist nicht gut. Ausbildungslager funktioniert. Hier oben ist wahrscheinlich kein Mitarbeiter. Das ist schlecht jetzt schon. Verfügbare Handelsrouten. Sind das jetzt andere, oder was ist da los? Steine. Ich würde gerne Steine importieren, wenn das geht. Das hätte ich gerne in die Richtung halt. Ich brauche vor allem Steine, um das aufzuwerten. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Tja. Tja. Handelsrouten sind alles schön und gut, ne? Wobei die sind alle von der Bilanz her eher ziemlich am Murks. Leider. Tja. Krieger habe ich. Das wird gebaut. Ich überlege gerade, ob ich mir noch mehr Krieger aktuell jetzt haben will. An sich schon, aber ich bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist. Da in das Gebiet sollte ich noch nicht reinlatschen. Ich brauche das. Ich würde das hier oben gerne mal übernehmen. Ich habe halt relativ wenig Gegend hier, ne? Die anderen haben hier deutlich mehr Zeug. Und ich muss mal meine Economy mal so ein bisschen auf Vordermann bringen. Ich hätte aber gerne erstmal weitere Leute, die dann hier oben da reinkommen. Da müssen wir was machen. Wie Niederlage. Warum? Weisheitssieg. Okay. So viel dazu. okay. Okay. Wenn es zum Ziel wird. Weiterspielen bringt wahrscheinlich nichts, ne? Oder? Ich werde es zumindest bis zum Ende der Folge jetzt mal machen. Ich würde zumindest jetzt hier gerade mal gucken, dass ich da noch mal so ein paar... Nur so ein bisschen hier ein bisschen Beef mache. Ein bisschen die anderen Leute ankloppe. Dass ich mir so ein paar... Schnubbels hier mal raussuche. Wenn ich dann genug Geld habe. Und entsprechend ein bisschen Krieg mache. Ich bin für Krieg. Ich will mal zumindest irgendein Land vom Gegner einnehmen. Zumindest irgendwas erreicht haben. Wir können dann gerne in der nächsten Folge dann nochmal neu anfangen. Und dann vielleicht
mit dem, was ich jetzt gelernt habe, ein bisschen besser und sinnvoller spielen. Dass ich halt nicht alle Gebäude verliere, dass ich dann nicht irgendwie... oder dass ich möglichst früh dann auch am Rand dann irgendwelche Verteidigungstürme baue und sowas. Es wäre mal ganz sinnvoll, dass ich da so ein paar Sachen, die ich jetzt vielleicht gelernt habe, in die Tat umsetzen kann. Ja, und mit Tat meine ich keinen französischen Kuchen, ne, mal so gesehen. Das wäre ganz sinnvoll. Kann man auch reinsetzen, aber ich weiß ja nicht. Noch ein Bewohner. Und keine Münzen für den ganzen Krempel hier. Ich bei dem Marktplatz, wie gesagt, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, Handelsposten, wie der genau funktioniert. Inwiefern man da eventuell selbst irgendwie was erreichen könnte. Im Sinne von, dass man vielleicht Ressourcen bekommen kann. Nicht nur, dass man Geld bekommt, sondern auch Ressourcen. Okay, also sobald hier kein Gegner mehr drin ist, kann man das einnehmen anscheinend. Also da, solange keine Figur drin ist. Scheint mir so. Ich hoffe mal, dass die nicht zu mir kommen werden und mich wegsnacken wollen. Okay, ich habe 20 von 20 Leuten. Okay, da kommt einer. Ja, yeah, voll aufs Maul und so. Kaum sind es so viele, schon funktioniert das Ganze. Das ist doch schön. Ich werde nochmal einen Heiler mitnehmen. Ich hoffe mal, das funktioniert hier oben. Ich hoffe mal, das wird funktionieren. Ich könnte nochmal ein Fest mal organisieren. Die werden aber auch nicht billiger, mal ganz ehrlich. Der kann da nicht rüber, oder wie ist das? Der Heiler kann nicht ins gegnerische Land. Okay. Das ist gut zu wissen. Ja, oi, selber oi. Euter, würde ich sagen. Total Verlust, ja. Aber dieser Bug hier, dass sie hier die ganze Zeit sterben, ich meine, ich finde es gerade sehr lustig, ne? Aber das ist tendenziell doch eher unsinnig. Okay, kann ich irgendwas Sinnvolles aufwerten hier mal? Irgendwas anderes? Heiler aufwerten? Nee. Die brauchen, glaube ich, fast alle zum Aufwerten Stein. Das ist das Problem hier. Ich glaube, die brauchen alle Stein. Und jetzt brauche ich einen Speer. Habe ich einen Speer? Nee, ne? Hier ein Dingensposten. So. Und zwar... Könnt ihr das Land hier mal bitte einnehmen dann? Die schicke ich mal zurück, damit die mit dem Heiler hier mal ein bisschen fusionieren können. Ich hoffe mal, das geht zumindest. Oder muss ich das am Gebäude sehen? Ich bin mir halt nicht sicher, ob das irgendwo sein könnte, aber... Der rennt durch die Gegend... Und steht. Okay, der ist aber am Heilen. Okay, alles klar. Schön, dass hier sich auch gekloppt wird. Ich weiß nicht, wie viel so ein Turm wirklich aushält. Wobei, die hauen das zu zweit. Das ist schon mal okay, das geht. Das heißt, da könnte ich mich einfach gleich schwungvoll anschließen und damit ein bisschen mitkloppen, ne? Theoretisch. Ist das jetzt mein Land? Nein. Wo ist denn mein Speer? Ist er tot? Habe ich gerade einen Speer verloren? Ich hatte doch gerade noch einen Speer. Ach, da ist der Speer. Wollte gerade sagen. Haben die das wieder eingenommen, oder was? Du hast wieder eingenommen. Oh, nee. Du hast wieder eingenommen hier. Tja, verfügbare Handelsrunden. Das bringt genau gar nichts mehr. Okay, die wollen also auch nichts mehr haben hier. Ach so, Brynhild. Aber gut, weil wir damit Krieg führen, ne? Tja. Könnte ein Grund sein. Machen wir mal Holz hier, Handelsrude. Weil wir mit denen Krieg führen, deswegen mögen die uns nicht mehr. Ich meine, ja, sowas Unrealistisches, mal ganz ehrlich. Als ob das ein Grund wäre, hallo? Das ist, da lädt man sich vielleicht nicht mehr zum Kaffee ein, aber direkt mal hassen und sowas. Verbessert den Angriff eures Kriegshäuptlings um 50%. Ja, wo ist denn der überhaupt? Ich habe doch überhaupt keinen, oder? Erhaltet plus 3 Zufriedenheit, wenn ihr einen Kriegshäuptling habt und plus 1 Zufriedenheit pro aufgewertetem Ausbildungslager. Okay. Schiffsbau, Verhandlungen. Machen wir das. Machen wir Fleiß. Einfach so. Ich brauche mal Leute vor allem bauen. Haus. Tolle ist, ich kann glaube ich nichts bauen. Ohne irgendwelche Gegenden aufzuwerten hier. 200 Gold. 200 Gold. Habe ich nicht. Oi, selber oi. Wo ist mein Speer? Speer. Speer ist tot, ne? Oder? Habe ich nicht den Speer? Ja. Der Speer, der muss gar nicht immer so weit wegrennen hier. Darf mal das hier bitte... Ach nee, das muss ich so einnehmen. Ah, ich bin doch doof. Ich bin doof. Ich bin doof, es geht anders, genau. Wunderbar. Ich bin tatsächlich doof. Verteidigungsturm, da kommt erstmal ein Turm hin. 3 Gebäude kann ich hier hinbauen, das ist gut.
Okay, ich meine, es ist eh verloren, ne? Mal so gesehen. Aber trotzdem hätte ich das hier gerne. Ein Holzfäller. Puh, ich glaube, ein Heiler hätte ich gerne hier mal oben als, achso, ich muss den ummünzen hier wieder zu einem Standard-Onkel. Und Haus würde ich gerne bauen. Wenn ich drei Gebäude bauen kann hier, dann mache ich das aber auch. Dass ich hier nochmal ein paar Leute... Warte mal, kann ich die normalen Gebäude aufwerten? Erhöht die Anzahl möglicher Gebäude? Nein. Da, fünf Steine. Immer diese Steine. Ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Ist wirklich nicht gut. Das heißt, ich müsste das hier einnehmen, um Steine zu bekommen, oder wie ist das? Ich habe den Eindruck, dass das mit den Steinen tatsächlich ein Problem werden könnte und auch aktuell ist, wenn man da zu wenig von hat. Wie gesagt, man müsste halt irgendwie gucken, ob man die irgendwie auch anders herbekommen kann. Theoretisch würde ich sagen, ja, sollte gehen. Aber keine Ahnung, wie es effizient ist oder wie es genau geht. Ich werde nochmal angreifen, glaube ich, ne? Jetzt so als Abschluss für diese Folge. Versuchen wir den Turm hier klein zu kriegen. Wobei, ich gucke nochmal, ob ich den Häuptling irgendwie kriegen kann. War das hier? Nein. Hier. Kriegshäuptling anheuern. Achso. Hä? Da fällt mir Eisen für. Ach, das bekomme ich nicht. Aber das wäre super. Wobei ich den ja nicht aufgewertet habe in dem Sinne. Habe ich gerade mal nicht. So, macht was, tut was, haut was. Habt ihr den Turm klein kriegen? Doch, sieht gut aus. Uiuiui, doch. Das geht. Klar, locker. Nicht mal einen Verlust bisher. Weil ich mal ein bisschen micromanagen sollte hier. Weil die auch einen Häuptling haben hier, ne? Der tut, was aushält. Oder ist er tot? So viel dazu. Okay, also es geht schon. Man muss nur ein paar Leute haben. Ich glaube, 7 Stück sind schon im Vergleich zu den anderen auch schon ein bisschen viele. Und so gesehen. Die Verwundeten ziehe ich mal raus hier. Da hätte ich denn gerne den Holzfäller. Nein, nicht den. Ein Heiler. Der darf hier oben gerne mal ein bisschen was machen. Und dann schauen wir mal. Wie 0 von 2, hallo? Der ist ja gerne angestellt, ne? Der ist jetzt zugewiesen oder ist er nicht? Moment. Muss der in dem Bereich sein oder wie ist das? Nee. Kann er trotzdem heilen, bitte? Ich weiß es nicht. Okay, die kloppen sich. Na gut, so funktioniert das also mit dem Einnehmen, dass man hier einfach mal alle Gegner in dem Bereich platt macht. Das heißt, sobald die hier drin sind, man sieht es ja, da geht das Warten dann wieder los. Und, achso, Heiler. Okay, der Turm ist da oben da. Gehen wir alle auf den, bitte. Der Heiler muss anscheinend trotzdem irgendwie in der Gegend da sein von dem ganzen Quatsch. Der hier darf nochmal bitte gerne zum Heiler werden. Der Turm darf nicht aufgewertet werden, weil wie auch. Und das hier kann ich übernehmen. Yay, bam, ist mein. 200. Nahrung ist immer noch... Okay, zum Einnehmen ist... Ich glaube, jedes weitere Feld braucht dann mehr Nahrung. Aber, ne, durchaus nicht uninteressant. Und wir könnten jetzt Steine bauen, mache ich jetzt aber nicht. Ich würde eine neue Runde anfangen das nächste Mal. Mit ein bisschen mehr neuer Hoffnung und ein bisschen mehr Ahnung. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Northgard und bis zum nächsten Mal hier. Adieu und tschüss. Achso, und wollte ich nochmal erwähnt haben.